Hallo Leute und herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan und heute geht's um den Dark Start, um die einfache und unkomplizierte Variante, ein Aquarium zu starten. Besonders für Layouts mit viel Holz ist das, denke ich, eine ganz tolle Sache, um den ein oder anderen Problemchen so ein wenig aus dem Weg zu gehen. Vielleicht kennt ihr das Problem ja oder vielleicht hattet ihr es sogar schon mal selber. Oft ist auf Wurzeln oder generell auf Holz im Aquarium in der Einlaufphase, also wenn die Sachen nass werden, erstmal so ein glitschiger Belag oder manchmal ist es auch richtig dicker Teppich aus Bakterienrasen oder Pilzen. Und das ist für manche Pflanzen ein echtes Problem. Das löst dann manchmal auch so richtige Kaskaden aus, weil die Pflanzen in Mitleidenschaft gezogen werden, zersetzen sich die, Stoffe werden frei, sie werden noch nicht verstoffwechselt. Also oft gibt es dann Ammonium-Peaks, die eure Nitrifikation noch nicht auffangen kann. Und dann werden die Pflanzen, die ansonsten eigentlich gesund wären, auch durch die Ammoniumbelastung in Mitleidenschaft gezogen. Und im schlimmsten Fall geht euch ein guter Teil davon ein. Das Ganze, glaube ich, freut niemanden, damit hat niemand Spaß und man kann dem natürlich entgegenwirken mit viel Wasserwechsel, mit diversen Präparaten und Co. Oder man lässt das Aquarium ganz einfach im Vorfeld schon mal einlaufen. Und das will ich euch jetzt erklären, nämlich der Dark Start ist da die einfachste Herangehensweise in unseren Augen, so wie wir es jetzt hier machen. Wir füllen das Aquarium mit Wasser auf, wir starten die ganze Technik, abgesehen von CO2 und Licht. Und lassen das Aquarium so circa 3 bis 5 Wochen vorlaufen. In der Zeit kommen schon nitrifizierende Bakterienstarter dazu, wie zum Beispiel das Microblift Nitro 2. Das kommt dann in einer Dosierung von 10 ml je 100 Liter täglich hinzu, damit die Nitrifikation möglichst schnell in Schwung kommt. Und so kleine Helferchen wie die Posthornschnecken setzen wir nach ca. 10 Tagen zu. Die fressen nämlich diesen Bakterien- oder Pilzbelag von den Wurzeln ganz einfach auf und damit ist die Problematik deutlich schneller ausgesessen. Während dem Darkstart machen wir einen wöchentlichen Wasserwechsel, so 30 bis 100%, je nachdem wie stark die Wurzeln färben. Das hat den Hintergrund, wenn man die Farbe aus dem Aquarium hinaus transportiert und frisches Wasser wieder hineinfüllt, bluten die Wurzeln deutlich stärker aus und damit ist man die Farbe, also das braune Wasser, deutlich schneller los. Dasselbe gilt für den Bakterienrasen. Vor dem Wasserwechsel lösen wir den ein bisschen mit der Wedeltaktik oder mit einer alten Zahnbürste, kann man ein bisschen drüber schrubben und saugen das Ganze dann weg, einfach damit das Ganze schneller vorbei ist. Und der große Vorteil, der dadurch entsteht, ist danach, also wenn ihr dann bepflanzt und das Licht einschaltet und das CO2 aktiviert, habt ihr bereits einen funktionierenden Nitrifikationskreislauf in eurem Aquarium. Das heißt, diese ganze Problematik von Ammonium, das durch diesen Bakterienrasen frei wird oder vielleicht durch absterbende Pflanzen, aber auch durch das Nitrit, ist bereits kein Thema mehr, weil euer Filter bereits anständig nitrifiziert und damit das Aquarium ab Tag 1 eigentlich im Einklang steht. Das hat auch einen weiteren großen Vorteil. Ich kann die Cleaning Crew, also Garnelen, deutlich schneller einsetzen. Bei einem Aquarium mit Darkstart im Vorlauf setzen wir Garnelen oft schon 10 oder 14 Tage nach der Bepflanzung ein. Da haben die Pflanzen schon erste Wurzeln und wie gesagt, die Nitrifikation ist dann in der Regel kein Thema mehr. Ich kann euch das Ganze nur wärmstens empfehlen. Das schützt wirklich vor vielen nervigen Problemchen mit den Pflanzen vor allem, also sich auflösende Pflanzen hatte der ein oder andere Aquarist oder Aquascaper vielleicht schon mal und das ist super ärgerlich, wenn das passiert. Ist auf der einen Seite frustrierend, weil viel Arbeit drinnen steckt, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch einfach teuer, wenn die frisch gekauften Pflanzen sofort absterben, wenn sie ins Aquarium kommen. Und wenn man sich das ersparen kann, dann ist es doch eine feine Sache. Der Darkstart kostet euch vor allem anfangs ein wenig Zeit, ein wenig Vorlaufzeit, aber ansonsten ist er eigentlich super kostenschonend, muss man sagen. Und im Anschluss holt man quasi einen Teil der Einlaufphase wieder auf, weil das Aquarium bereits im Vorhinein im Darkstart lief. Über den Darkstart gibt es bereits mehrere Videos im Internet. Unter anderem wird dort auch behauptet, dass Wasserwechsel grundsätzlich nicht notwendig sind. Und ich denke, das kann man ruhig so behaupten. Also man kann schon sagen, es ist nicht notwendig. Trotzdem ist ein Wasserwechsel in unseren Augen sehr förderlich
um eben die Farbe und auch den Bakterienrasen schneller aus dem System rauszukriegen. Und ihr müsst euch keine Gedanken machen, falls ihr ein Aquarium nebenan stehen habt oder falls der Raum ganz einfach relativ hell ausfällt. Ihr müsst das Aquarium deswegen nicht abdunkeln. Das Allerschlimmste, was euch passieren kann, ist, wenn ein wenig Sonne ins Aquarium scheint während des Darkstarts, dass sich ein paar Algen an der Frontscheibe bilden oder auch an den Seitenscheiben, je nachdem, wo die Sonne halt ins Aquarium hineinfällt. Das Ganze ist aber kein großes Drama. Ihr müsst das Aquarium nicht verkleiden mit Kartonagen oder sonst was, damit dort kein Licht reinfällt. Ist alles kein großes Thema. Also ich hoffe, ich konnte euch jetzt den Darkstart ein wenig schmackhaft machen. Vielleicht ist das auch was für euer nächstes oder euer derzeitiges Projekt. Ich würde sagen, vor allem in Layouts mit vielen Wurzeln lohnt sich das Ganze. Bei reinen Steinlayouts hatte ich die Thematik mit dem Bakterienrasen zum Beispiel noch gar nicht. Allerdings muss man auch sagen, auch in einem Steinlayout ohne Holz ist es von Vorteil, wenn die Nitrifikation einfach ab Tag 1 funktioniert. Das heißt, grundsätzlich kommt auch in einem reinen mit Steinen dekorierten Aquarium der Darkstart in Frage und hat auch dort seine Vorteile. Aber ich würde trotzdem sagen, im Haupteinsatzgebiet geht es um Layouts mit viel Holz, vor allem mit roten Moorwurzeln oder diesem Dragon Skinwood, wo besonders viel von diesem Bakterienrasen aufkommt. Ist ja fast schon ein Muss, ja, muss man einfach so sagen. Zusammengefasst, für alle unter euch, die ein wenig Zeit mitgebracht haben, Darkstart, go for it, ist auf jeden Fall eine Sache wert. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, dann bleibt ihr auch immer am Laufenden. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüssi, Baba.